Wer kann sich nicht an dieses wunderbare Spiel Anfang der 2000er erinnern? Morhun. Was das Spiel Morhun mit Johnny Walker und The Famous Grouse zu tun hat, ob es sich lohnt, The Famous Grouse jetzt entweder bei Netto oder bei Aldi zu kaufen diese Woche, die haben da tatsächlich auch noch Preisunterschiede drin, das erfährst du jetzt. Und auch, welche Alternativen sich gegebenenfalls bieten lassen. Denn wir werden diese vier Whiskys, die hier vor uns stehen, die alle denselben Literpreis haben, werden wir miteinander vergleichen. Die sind alle recht gut verfügbar. Am schlechtesten wahrscheinlich Label 5, dann The Famous Grouse, wobei jetzt dann, wie gesagt, Netto und Aldi. Und am besten der Lidl Whisky, Queen Margaret und natürlich, ich meine, Johnny Red, den findet man ja überall, ne? Ich muss sagen, aber Label 5 hat auch in Kaufland sein Standortsortiment. Stimmt, richtig. Im Kaufland ist der Label 5 auch, da ist auch Famous Grouse verfügbar, meines Wissens. Genau, also die sind noch sicherlich gut. Dafür muss man tatsächlich auch zu einem Lidl fahren. Johnny Walker Red kriegt man so ziemlich überall. Ne? Dafür muss man zu Lidl, dafür muss man zu Kaufland oder einem anderen größeren Laden und Famous Grouse ähnlich. Den gibt es aber auch bei Edeka und so weiter. Nordkauf, wie auch immer. Falls du es aber noch nicht kennst, wir sind Ash und Steffi. Das war jetzt extra für Markus. Du bist hier bei Ash's Whisky. Und wir besprechen auf diesem Kanal alles Mögliche rund um Whisky und zurzeit ganz besonders die verschiedenen Angebote, die es gibt, weil es einfach momentan so viele verschiedene Angebote gibt und wir es wissen, wie es ist, vor diesem Regal zu stehen und nicht zu wissen, was man kaufen soll. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und führen euch da jetzt ein bisschen näher ran und probieren es für euch aus. Dabei sind sicherlich auch der ein oder andere Whisky, den man nicht probiert haben möchte oder muss. Richtig. Aber wir tun es für euch. Legen wir also los. Okay, fangen wir bei dir doch an. Mit dem leckeren Queen Margaret 8 vom Lidl. Ich rieche Alkohol. Den rieche ich jetzt gar nicht so stark. Was Fruchtiges, leicht Fruchtiges. Mhm, würde ich auch sagen. Das könnte Zitrusfrucht sein. Zitrusfrucht, eine Limette. Eine Limette oder Zitrone. Aha. Könnte also, wollte ich gerade sagen, könnte aber auch eine Pampelmuse sein. Wenn ihr wissen wollt, worauf sie gerade anspielt, solltet ihr definitiv abonnieren. Das Video kommt nämlich nach diesem hier raus. Doch, es könnte, also auf jeden Fall eine Zitrusfrucht. Ja. Ich kann nicht genau greifen, welche, aber es ist eine Zitrusfrucht. Würde ich auch sagen, ja, ich kriege auch das Malz. Da kraucht mir dann die Nase. Ja, genau, eine Säure. Genau. Eine zitrusige Säure. Eine Holznote kriege ich auch. Ja, und fast ein bisschen Klebstoff. Ja, der schwimmt mit der Holznote in die Nase. Ja, ja. Mhm. Wollen wir erstmal alle beschnuppern? Ja, können wir mal. Okay. Also ich finde, der riecht jetzt nicht, also für den Preis, nicht so mega abschreckend. Das stimmt. Aber auch nicht mega einladend. Stimmt auch. Sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Also ich hatte da schon welche im Nosenglas, wo du echt gesagt hast, oh. Da will ich jetzt probieren. Genau, den würde ich gerne mal, da würde ich doch mal gerne meiner Nippen dran. Ne? Okay. So, also dann gehen wir weiter zum Herrn Grouse. The Famous Grouse. The Famous Grouse. Weißt du, was Grouse bedeutet? Ja, Grouse bedeutet nicht Rebhuhn. Nein, Grouse bedeutet nicht Rebhuhn, das ist richtig. Grouse bedeutet Moorhuhn. Habe ich gedacht. Und zwar ist das eine Anspielung auf das rote Moorhuhn, das auch hier vorne zu sehen ist. Das ist tatsächlich, wer hätte es gedacht, ich nicht, der meistverkaufte Whisky in Schottland. Also der meistverkaufte Blend. Es ist nicht Johnny. Oh. Es ist tatsächlich The Famous Grouse. Ursprünglich hieß er nur The Grouse. Dann wurde er berühmt, tatsächlich nach einer Weile. Und deswegen dann fingen die an, ihn Famous zu nennen. Ha. Und dann haben sie das tatsächlich auch irgendwann übernommen. The Famous Grouse. Oh, er geht besser in die Nase wie der Margot. Mhm. Auch hier habe ich ein bisschen den Krankenhausgeruch. Kein Klebstummnot, aber den Krankenhausgeruch habe ich drin. Alter Verband. Nee, so schlimm nicht. Okay. Aber ja, so ein bisschen. So, auch diese Säure so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Ich finde, das ist jetzt kein so riesengroßer Unterschied. Ein bisschen besser geht an die Nase. Ja, ich überlege gerade. Ja, er hat auf jeden Fall stärkere, diese malzige Note, finde ich. Aber er riecht jetzt nicht so unangenehm. Nein, also ich habe ihn...
Ja. Aber auch nicht einer, der mich einlädt. Muss ich dazu sagen. Aber gut, wir unterhalten uns hier über Preisklassen. Würdest du sagen, das sind auch Einsteiger, wo man sagen kann, okay, die schrecken mich nicht ab. Die führen Das mich ein bisschen näher in die Whisky-Welt. vom Geruch her, Stimmt. eventuell. Also ich weiß, dass ich als Einsteiger vom Label 5 relativ begeistert war, als ich den probiert habe. Das kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern. Und sonst müssen wir jetzt mal schauen, was unsere. Ich habe es ja jetzt noch nicht auf der Zunge. Ich habe auch nicht mehr genau im Kopf, wie sie schmecken, aber ich denke schon. Also gerade der Famous Grouse könnte ich mir gut vorstellen. Einfach aufgrund dessen, dass er auch so gut verkauft wird. Ich meine, Marketing ist eine Sache, klar, aber in der Regel wissen die Schotten schon, was sie machen. Ja, aber die Frage ist dann halt, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist das dann meistens auch einer nur zum Abschießen oder ist das einer, wo man genießen kann? Ah, das ist ja die Frage, warum Ich der denke sich in mal, Mainz verkauft. ich könnte mir vorstellen, dass der, ja, das also preislich natürlich gering ist und das geht auch, hat auch mit der Produktionsmenge zu tun. Es gibt auch teurere Famous Grouse-Abfüllungen, recht viele sogar, die dann halt ungefähr das Doppelte kosten. Die haben dann irgendwelche Finishes noch oder so. Ja, da gibt es schon einige. Es gibt halt immer so einen Starter. Praktisch für einen guten Genau, es gibt in der Regel einen klassischen, Mitnahmepreis, genau, das ist dann so der Einführungs. Einführungswhisky in die Brennerei im Prinzip genau, oder ja, das Aushängeschild irgendwie, das einfach so ein bisschen die Richtung vorgibt. Aber die teureren sind natürlich dann auch die hochwertigeren im Normalfall. Spürst du eine leichte Note von Rauch? Das sein? Ganz leicht könnte vielleicht sein. Ich bin mir gerade beim, nee, ich glaube beim Johnny Red offiziell nicht unbedingt, aber es könnte schon sein. Da werden ja, soweit ich weiß, auch knapp 40 verschiedene Whiskys zusammengemischt. Vielleicht ist da was Aber hier habe ich Rauchiges dabei. definitiv Leimgeruch drin. Sogar mehr wie beim Makrot. Stimmt, ja. Der ist ziemlich prägnant sogar. Der zieht mir direkt in die Nase, in den Kopf und da habe ich gleich Kopfschmerzen davon. Hast du Anfang der 2000er Morgen gespielt? Nein, sowas habe ich nicht gespielt. Sowas Quatsch. So ein Käse. Nein. Echt nicht? Nein. Ich habe auch nie Angry Birds gespielt. Sowas spiele ich nicht. Tja, also weiß gar Ich nicht, was ich spiele dir empfehlen. COD. Ja, okay. Sag, könnte dir Morhuhn gefallen? In Morhuhn muss man innerhalb von 90 Sekunden so viele Moorhühner wie möglich abschießen. Genau, ich schieße nicht auf Tiere. Nein. Okay, jedenfalls, Morhuhn hat tatsächlich mit diesem Whisky zu tun, das Spiel. Das Echt? wurde, ja, Ah, okay. das hat tatsächlich, es war ein Werbegag, aber nicht von Famous Grouse. Okay. Es war ein Werbegag von Johnny Walker. Mit Ah. Anspielung darauf, dass man auf die Moorhühner schießt. Auf die Famous Grouse praktisch. Ah, das ist So hat so das Ganze angefangen als versteckte Werbung. Werbegag. Genau, die haben dann in manchen Bars und Kneipen auf einem Laptop quasi dieses Spiel gehabt. Und da konnten die Leute dann in 90 Sekunden so viele Grouses, wie sie wollten oder konnten letzten Endes abschießen. Und daraus wurde dann dieser Mega-Moorhuhn-Hype. Es gibt sogar bis heute eine Version für Android, die man spielen kann. Also es gibt, glaube ich, keine Ahnung, 15, 20 Moorhuhn-Versionen. Und das fing alles an mit einem Werbegag oder Werbereel von Johnny Walker gegen The Famous Grouse. Ja, das war, da gab es noch die Zeit, wo man keine Werbung gegen die anderen Firmen machen durfte. Das war ja nicht erlaubt. Das ist Ich weiß jetzt nicht, ob das in da. Schottland verboten war. Ich weiß, dass es auf jeden Fall hier in Deutschland verboten war. Ja. Und dann hätten man das ja auch nicht rausbringen dürfen, so eine Werbungsstrategie. Unter Umständen, ja. Aber Stimmt. cool, coole Geschichte, coole Hintergrundgeschichte. Zu wissen, dass das alles miteinander zusammenhängt und von einem Mitstreiter oder Rivalen in der Whisky-Welt. Inszeniert wurde. Das ist schon sehr cool. Einem Konkurrenten. Konkurrenz belebt. Das Für weiß mich man. bis jetzt vom Geruch der Für dich schlechteste. das Schlechteste? Nee, ich finde den Margit schlimmer. Aber ich fand den Famous Grouse angenehmer. Nee. Der hier hat auch dieser Leim, ist einfach recht Der ist prägnant. stark da, Ja. ja. Dann wollen wir mal zum Herrn Pfeif gehen. Zum Was der Label so 5. sagt. Zum Herrn Pfeif. Das war's nicht, das war schon Ja, so. siehst du, Das, Unfall. Das sagt er. Das passiert, wenn du Oh, an Label 5. überraschend. Überraschend kein, ich habe keinen Leim. Ja, der ist mild. Da könnte ich mir jetzt Das ist vorstellen. bestimmt grüner Apfel oder so, Birne, irgendwas. Ja, was Fruchtiges. Aber nicht genau Nicht Zitrusfrucht, genau, so sondern ein Steinobst. ja. Aber auch säuerlich. Also gerade so, wie gesagt, dieser grüne Apfel. Hier hätte ich den Verdacht vom Nosen, dass er sogar wässrig schmecken würde. Ja. Weil der nach Alkohol gar nicht so zu greifen ist. Der hat keinen starken Geruch. Die haben übrigens alle auch 40 Volumenprozent.
Ich weiß jetzt nicht, woraus, wie viele Whiskys jeweils drin sind. Bei Johnny Walker habe ich halt die 40 so spontan im Kopf. Ja. Der hat schon so ein bisschen, ich kriege hier schon so ein bisschen diesen Klebstoff raus. Ja. Aber nicht so stark. Nee. Okay, das heißt, rein vom Geruch her, wie würdest du es einordnen? Also für mich ist Famous Grouse, Label 5, Margot und dann zum Schluss der John. Okay. Du hast dich aber mal mit Johnny abgeschossen auch, gell? Nein, es war Jim. Das war Jim, okay. Das war der gute alte Jim Beam. Okay. Dieser alte Teufelskerl. Der ist nicht gut. Ne, der hat nicht geschmeckt, aber das habe ich so nicht mehr in Erinnerung, weil das zu viel war für mein damaliges... Jugendlicher Leichtsinn, wir gehen hier verantwortungsvoll mit ein. Richtig, mir wird niemanden was empfehlen. In der Richtung. Genau. Zu viel zu trinken, meine ich damit. Okay. Genießen, immer. Aber jetzt trinken wir. Okay. Fangen wir an mit Level 5, wollen wir jetzt mal von links nach rechts oder gehen wir von rechts nach links? Ich hätte gesagt, von dem, was dir am schlechtesten gefallen hat, zu dem, was dir am besten gefällt. Okay, dann fangen wir... Also ziehst du mit mir mit? Okay. Ich ziehe mit dir mit. Okay. Und dann wollen wir mal gucken, was der Kollege hier sagt. I will follow you. Slanche. Schon irgendwie wässrig. Boah, das finde ich ist ja sowas von... Weg wie nix. Ja, leider. Bleibt. Aber nicht im Hals dieses Mal, sondern tatsächlich auf der Zunge und im Rachen ein bisschen. Aber ja, jetzt kommt, steigt die Bitterkeit da in der Gegend auf. Also nicht im Hals. Soweit hatte ich es, glaube ich, gar nicht geschafft, so wässrig wie der ist. Also... Ich bin ja kein Feuerfreund, also, aber der hat ja fast nichts. Also dafür ist er ein guter Einsteiger, also ob das jetzt gewollt ist oder nicht, aber der ist echt wässrig, also man merkt ja gar nichts groß. Ja, er hat ein bisschen minimal, also ein Purtrinker ist es definitiv nicht. Ein bisschen astringierend ist er, aber... Ja, aber das ist, also genau, also in der Regel sind die wahrscheinlich alle keine Purtrinker, muss man dazu gesagt haben. Ah, ja, natürlich. Ja, also für den Preis, ja. Mit Vola, genau. Mit Vola. Genau, also eigentlich sind es welche zum Mischen. Whisky-Cola. Und raus war der Vola. Vola. Wir benennen das Ganze neu. Verzeiht. Also, das ist für Vola ein geeigneter Whisky. Ja, aber ich meine, der Grundgeschmack ist natürlich trotzdem interessant. Und vielleicht will man ja auch pur probieren. Und ganz ehrlich, wenn man eh dasselbe zahlt, dann nimmt man lieber das, was den besseren Geschmack hat. Definitiv. Ne? Bola. Okay, dann haben wir den. Dann war es der Margot, ne? Der Margot, ja. Der Margot. Boah. Der entwickelt sich aber auch immer schlimmer. Vom Nosen her. Boah. Ja, kein sonderlich. Ich habe hier gerade irgendwie bittere Werther's Echte auf der Zunge. Ja, also so richtig so ein bisschen, so im ersten Moment hat sich wirklich sehr süß und karamellig im Vergleich zum Johnny. Und dann kommt aber Bitterkeit. Also, oh, das geht gar nicht. Der hat Süße im Vordergrund und dann im Hintergrund, aber das passt so nicht zusammen. Also ich habe jetzt auch die Bitternote, die ist bei mir jetzt auch hier im Hals runtergelaufen. Mhm. Die hält sich auch. Ziemlich starr, aber also vom Geruch muss ich sagen, sorry, er rutscht wirklich am letzten Platz. Also vom Geschmack her ist er bei mir jetzt definitiv auf dem zweiten von zwei. Boah. Also, das hat jetzt irgendwie so gar nicht... Da fand ich ihn angenehmer zu trinken. Mhm. So, dann kam der Label 5, ne? Der Label 5, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin der Meinung, vom Nosen her würde er sehr wässrig sein. Glaube ich auch. Ich kriege jetzt ein bisschen mehr Klebstoff. Ja. Aber er hat ein bisschen mehr Feuer. Das füllt meinen Rachen aus. Der hat auch mehr, also der hat auch wieder diese Süße am Anfang im Antritt. Mhm. Die hat der Johnny nicht so. Nee, ich habe immer noch das
So ein leichtes Feuer hier hinten schwelen. Ja, ja, der brennt mehr. Mhm. Der hat mehr Würze. Somit habe ich immer noch einen Finish. Und weniger Bitterkeit. Ja, also Bitterkeit spüre ich. Hier habe ich es gespürt, hier bei dem nicht. Ich spüre da auch ein bisschen, aber lang nicht so. Also der hat definitiv weniger Bitterkeit. Also bisher der Beste. Wer hätte es gedacht? Ich hätte echt gedacht, dass er gar nicht so viel Feuer hat. Ich hätte ihn mir wässriger vorgestellt. Das stimmt, ja. Aber ich, wie gesagt, ich fand den verhältnismäßig für den Preis echt gut. Also wir haben 10 Euro, glaube ich, gezahlt für diese 7,99 für die 0,5 Liter. Und da waren sogar zwei kleine Tumbler mit dabei. Zwei waren es, ne? Genau. Tumbler, die bei meisten verpönt sind, aber trotzdem, wenn man sie mixen möchte mit Eis oder so, sind die auch perfekt, die Tumbler dafür. Und deswegen... Gut, das ist ja auch eher was, dass man als Wola oder auf Eis trinkt. Genau. Das hat mir auch damals, glaube ich, auch schon gesagt, wo er den verkostet hat. Ja. Oder du den verkostet hast. Was macht ihr denn, wenn ihr überlegt, hier einen davon zu kaufen? Was macht ihr denn damit? Wie trinkt ihr den? Und bitte seid so gut in den Kommentaren, wenn ihr die beantwortet und wenn ihr lest, wie andere geantwortet haben. Jeder darf seinen Whisky so trinken, wie er will. Der beste Whisky ist der, der am besten schmeckt, dir am besten schmeckt, genauso wie er dir am besten schmeckt. In egal welcher. Es gibt in dem Sinn kein richtig und kein falsch. Und ja, mir ist es jetzt in letzter Zeit in den Kommentaren vermehrt aufgefallen, jetzt wo wir eben auch mehr Abonnenten und mehr Kommentare noch haben, dass es da manchmal zu ein bisschen Uneinigkeit kommt. Letzten Endes bleibt es ja jedem selbst überlassen. Wenn ich den Whisky selber bezahlt habe, dann kann ich damit machen, was ich will. Richtig. Dann ist das, mein Whisky. Und wenn der 300 Euro gekostet hat und ich will ihn mit Cola mischen, dann mische ich ihn halt mit Cola. Letzten Endes ist es ja so, dass das genau das ist ja das Tolle eigentlich am Whisky. Es ist Geschmackssache und jeder hat seinen eigenen Geschmack und jedem schmeckt er mal so und mal so besser oder eben schlechter. Und deswegen bitte seid so gut und beachtet das in den Kommentaren. Würde ich mich riesig freuen drüber. Und ich habe das damals auch schon mal gesagt, glaube ich, bei einem Video, dass jeder Whisky seinen eigenen Charakter hat, wie jeder auch Mensch. Und somit muss jeder Mensch sein passendes Gegenstück finden an Whisky. Dem einen schmeckt der eine aus dem Glas am besten und der andere schmeckt dem anderen aus dem Glas am besten. Und mit der Mischung oder auch nicht oder auf Eis oder ohne. Genau. Es sei wie es sei, es ist wie es ist. Ja, klar gibt es grundsätzliche Richtungen, in die die Norm sich bewegt, aber das ist eben, ja, das ist schon normal. Nein, ich finde, das ist eine unnötige Diskussion. Also dann würde ich sagen. Ja. Oh. Kriegst du gerade auch Streichholz ein bisschen? So leichten. So ein bisschen Brand? So leichtes, genau, ganz leicht. Ja? Schwappt so. Hm, gut, bin gespannt. Dann. Slanche. Mhm. Oh ja. Hm. Oh ja. Oh ja. Der hat definitiv mehr, ist immer noch irgendwie so gefühlt ein bisschen wässrig. Also ich glaube, es wird nicht lang bleiben. Aber der hat definitiv den angenehmsten Geschmack. Ja. Nicht zu viel Süße, nicht zu wenig Süße. Er hat von Anfang an die Würze auf der Zunge. Ich bin gerade echt überrascht. Ja, hätte ich so nicht rausgerochen. Null Bitterkeit kommt da gerade bei mir hoch. Also ich habe jetzt bei allen so ein bisschen was gehabt zumindest. Bei dem jetzt gar nichts. Ich bin natürlich bitterempfindlich auch, klar, aber... Der hat eine schöne Würze. Mhm. Die ist nicht zu heftig, aber man spürt sie und sie hält ein gutes Finish. Verhältnismäßig echt, ja. Ja. Also... Hätte ich das nicht erwartet. Ja, ich bin begeistert. Okay, wow. Also, jetzt sprechen wir mal ganz kurz, bevor wir zum endgültigen Fazit kommen, nochmal über den Famous Grouse. Dieser Whisky ist jetzt dann diese Woche verfügbar. Ab Montag bei Netto und ab Freitag bei Aldi Süd. Wer die Möglichkeit hat, zu Aldi Süd zu gehen und darauf zu warten, sollte das tun, denn Aldi Süd kostet 1 Euro weniger. Wer nicht zu Aldi Süd kann und auch niemanden sonst hinschicken kann, aber trotzdem unbedingt einen Famous Grouse haben möchte, der kann natürlich dann gerne zu Netto oder schauen, was online die
dann ab morgen vielleicht preislich sich tut. Meiner Meinung nach ist der manchmal auch günstiger. Aber es ist trotzdem ein recht gutes Angebot. Also man macht nichts verkehrt. Das sind, glaube ich, 12 Euro die Flasche bei Netto. Und nee, 13 Euro bei Netto, 12,99 und 11,99 bei Aldi Süd. Definitiv von diesen vieren den wir am meisten empfehlen können, glaube ich. Ja. Ne? Sind wir uns, glaube ich, einig. Der ist auf jeden Fall der angenehmste. Der kommt sicherlich auch geschmacklich in einer Vola am besten. Und ja, also von denen hier hat der, also ich verstehe die Schotten, warum das der meistverkaufte ist. Ja. Ich glaube, der hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis von den vier. Mit dem Charakter, die er mitbringt, mit diesen doch etwas komplexeren Notes, die er hat, muss man sagen, ich finde, das Finish ist gut, die Würze ist da. Sollte jemand nicht zum Famous Kraus greifen können, zur Not noch zum Label 5. Das ist für mich der am nächsten kommt. Aber alle bleibt fern vom Queen Margaret. Queen Margaret ist, keine Ahnung, das sollte man mal gucken, wie man den mit Alkohol zur Wohler macht. Und da vielleicht was rauszaubern kann. Ja, den mischt man dann aus der Not mit Wohler und den kann man aus Vergnügen mit zu einer Wohler mischen. Okay, gut. Wenn es dir gefallen hat und du weitere solche Infos gerne haben möchtest, dann lass auf jeden Fall bitte ein Like und vor allem ein Abo da. Wenn du das Glöckchen aktivierst, dann bekommst du sogar Bescheid, Info von YouTube, wenn ein neues Video veröffentlicht wird und verpasst so auch nichts. Das Geilste darin ist, das Abo kostet nichts und du kannst es einfach beenden, wenn dich die Themen nicht mehr interessieren. Richtig. Na? Genau. Also, wir freuen uns, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.